In diesem Video möchte ich Ihnen gerne etwas mitteilen über die Ansichten in Microsoft Word 2013. Entweder Sie gehen auf die Registerkarte Ansicht, dann sehen Sie, gibt es hier einen Lesemodus, einen Seitenlayout-Modus, einen Web-Layout-Modus, eine Gliederungsansicht bzw. eine Entwurfsansicht. Fahren Sie hier unten in die Statusleiste, werden Sie feststellen, haben Sie hier auch die Leseansicht sowie die Seitenlayout-Sicht und die Web-Ansicht. Wenn Sie sich erinnern können, dies kann man einstellen, ob die angezeigt werden sollen oder nicht. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie jedenfalls über die Registerkarte Ansicht und die Gruppe Ansichten bzw. hier unten zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln und umzuschalten. Klicken Sie hier auf die Ansicht Option Lesemodus, dann stellen Sie fest, dass jetzt plötzlich das komplette Menüband und alle Registerkarten und auch die Symbolleiste für den Schnellzugriff ausgeblendet sind. Diese Ansicht bietet sich an, wenn man gerne ein digitales Buch zum Beispiel lesen möchte. Sie haben hier die Möglichkeit, noch Anpassungen vorzunehmen. Über das Menü Extras können Sie hier nach bestimmten Worten suchen oder Sie können sogar online suchen, wenn Sie das gerne möchten. Beziehungsweise über Ansicht können Sie entscheiden, ob Sie das Dokument bearbeiten wollen, einen Navigationsbereich und die Kommentare anzeigen wollen. Dies funktioniert natürlich nur mit Word-Dokumenten und nicht mit Ihren digitalen Dokumenten. Haben Sie mehrere Seiten, dann können Sie auch noch dieses Layout anfassen, über Spaltenlayout oder auf ein Papierlayout. Ich wechsle hier mal auf das Papierlayout, das macht hier in dieser Einstellung keinen Sinn. Sie sehen, wir haben nur ein einspaltiges Dokument und die zweite Spalte ist einfach leer. Möchten Sie sich in Ihrem Dokument hin und her bewegen mit mehreren Seiten, sehen Sie hier links und rechts die Pfeilsymbole und Sie haben hier die Möglichkeit, bei mehreren Seiten einfach durch Anklicken der Pfeilsymbole in dem Dokument zu navigieren. Schließen. Passen Sie bitte auf. Schließen Sie tatsächlich Ihre Word-Datei. Sie können jederzeit hier einfach wieder in das Seitenlayout zurückwechseln und kommen wieder in Ihr ganz normales Seitenlayout. Möchten Sie sich anzeigen lassen, wie Ihr geschriebener Text oder Ihr Dokument in einer Web-Ansicht erscheint, dann können Sie hier auch auf das Web-Layout umschalten und Sie sehen, das sieht doch ein bisschen anders aus, als Sie die Ansicht von Ihrem Seitenlayout hier kennen, weil hier wird plötzlich mit HTML, mit Hypertext Markup Language, Ihr Text erstellt, das ist eine Beschreibungssprache für das Internet, deswegen sieht Ihr Weblayout hier ein bisschen anders aus und enthält die Formatierung, die Sie aus Ihrem Word-Dokument erkennen. Schalten Sie zurück auf Ihr Seitenlayout, sind Sie tatsächlich wieder in Ihrem Seitenlayout. Jetzt gibt es noch zwei weitere Ansichten, die Sie aber nicht in der Statusleiste finden, sondern nur über die Registerkarte Ansicht in der Gruppe Ansichten. Das ist die Gliederungs- und die Entwurfsansicht. In der Entwurfsansicht arbeitet der Rechner sehr schnell. Sie sehen aber nicht Kopf- und Fußzeilen, Seitennummerierung, Fußnoten, Spalten oder Zeichnungen. In der Gliederungsansicht wird die Struktur des Textes durch Einrückungen dargestellt. Also Sie sehen, überall wo ein Absatz ist, hat er mir jetzt hier eine Einrückung gemacht. Sie sehen aber auch hier keine Kopf- und keine Fußzeilen und auch keine Spalten. Eine weitere Ansicht, ich gehe mal wieder zurück auf die ganz normale Layout-Ansicht, ist hier gar nicht hinterlegt, das ist nämlich die sogenannte Druckvorschau. Merken Sie sich bitte, dass in allen Office-Applikationen die Druckvorschau jetzt nur noch unter der Backstage-Ansicht unter dem Navigations-Item Drucken zu finden ist. Hier finden Sie auf der rechten Seite die Option
sich die Druckvorschau anzeigen zu können oder vergrößern zu können. Wenn Sie da draufklicken oder wieder verkleinern, je nachdem, wie Sie es gerne haben möchten. Diese Ansicht finden Sie nur noch in der Backstage-Ansicht.